Willkommen zurück bei Minecraft mit der Ultimate Car Mod. Heute zeige ich, wie man Biodiesel herstellt. Wenn wir mal zu dieser Apparatur oder Maschinerie rübergehen, die ich hier gebaut habe. Ich zeige einfach mal, woraus sie eigentlich besteht. Wir haben hier zum einen eine Ölmühle, die gefüllt ist mit Canola, das ist Raps, aus dem man Rapskuchen gewinnen kann, aber auch das Rapsöl selbst. Canola gewinnt man über den Raps, den man auf dem Feld aussät. Es gibt also Canola Seeds, also Raps-Samen, die man hier sammeln kann, wenn man ganz normal das Gras abbaut auf den Feldern. Da erntet man auch das ganz normale Gras, was man sowieso immer bekommt. Aber zwischendurch erntet man eben auch Canola Seeds mit dieser Mod. Und diese Canola Seeds kann man eben auf dem Feld, auf dem ganz normalen Feld, das man mit der Hacke bearbeitet, dann aufbringen. Und hinterher diesen durch Ernten des Rapses diesen Canola bekommen. So, ich sehe das mal wieder zu, dass es wieder ordentlich aussieht. Ne, das ist Gras, Entschuldigung. Ah, ist egal, ich habe jetzt gerade keine Seeds dabei. Doch, habe ich doch. Mit den Canola Seeds, die säen wir wieder aus, dass sie wieder wachsen können. Das Ganze kann man auch mit Knochenmehl bearbeiten. Also mit Knochenmehl wächst das schneller, genau wie bei allen anderen Pflanzen auch. Diese Canola Seeds bringt man dann in die Ölmühle rein. Auf der anderen Seite haben wir einen Blast Furnace, einen Ofen, den man mit Holz befeuert, also mit richtigen Holzstämmen, woraus man einerseits Charcoal gewinnt und auf der anderen Seite aber auch Methanol. Das Ganze betreibt man mit Dynamos und einer Kurbel, die man oben in den Dynamo reinsteckt. Wenn man die jetzt dreht mit Rechtsklick, kann man manuell im Grunde genommen, wenn man das lange genug tut, auf beiden Seiten, da hinten mit der Ölmühle genau das gleiche, wenn man das lange genug betreibt, entsteht eben der Prozess auf beiden Seiten und es entsteht, wie gesagt, auf einer Seite das Methanol und auf der anderen Seite das Rapsöl. Das Ganze sollte man auf jeden Fall mit der Zeit beschleunigen und dazwischen einen Generator setzen, das ist dieses Ding hier, der allerdings erst im fortgeschrittenen Stadium eingesetzt werden kann, weil dieser Generator nur mit Fuel, also mit Kraftstoff läuft. Aber der große Vorteil ist halt, dass man nicht mehr kurbeln muss und das Ganze auch schneller geht und auch automatisch funktioniert. So, hier sind schon wieder die Rapskuchen fertig. Muss man raussehen, damit es weitergeht. Das sieht man auch hier. Hier wird gearbeitet. Alle Gerätschaften sind verbunden mit den Fluid Extractor, also das sind verschiedene Rohre, die alles miteinander verbinden. Das Ganze geht dann weiter in den sogenannten Backmix Reactor, der auch mit Energie betrieben wird und wo die beiden Flüssigkeiten dann eingehen, nämlich Öl und Methanol. Das Ganze geht weiter in den Split Tank, wo diese Flüssigkeiten dann getrennt werden in Glycerin und Biodiesel. Und Biodiesel ist das, was wir brauchen. Also diese Gefäße füllen sich dann mit Biodiesel. Und diesen Biodiesel kann man mit dem Eimer dann ausschöpfen und in die Zapfsäule oder eben in den Tank, in diesem Fall unter der Zapfsäule, geben. Und damit kann man dann tanken. Wie werden jetzt diese ganzen Gerätschaften gebaut? Dazu kommen wir jetzt. Zunächst kommen wir zu der Ölmühle. Die Ölmühle erstellt man aus 8x Eisen und einem Piston. Den Dynamo aus einer Kontrolleinheit und Eisen. Eine Kurbel erstellt man aus 3 Sticks. Einen Blast Furnace mit einem normalen Ofen in der Mitte und rundherum Eisen. Und jetzt kommen wir zu dem Backmix Reactor, für den man, der Backmix Reactor wird gebaut aus einer Control Unit, aus einem Tank. Wie der Tank gebaut wird, hatte ich in der ersten Folge gezeigt, genauso wie die Control Unit. Und Eisen. Für das ganze Rohrsystem braucht man
Flute Pipes und Flute Extractors. Flute Pipes erstellt man mit 6x Eisen. Und die entsprechenden Extractors dazu mit 3x Eisen und 2 Pipes davor. Einen Split Tank baut man mit 3 Eisen. 2 Tanks. Und der Rest mit Glas. Für eine Zapfsäule braucht man einen Eisenblock zunächst einmal. Einen Eisenblock, eine Kontrollunit, 4x Eisen, 2x Stone Slab und einen Tank. Und fertig ist die Fuel Station. Und jetzt zeige ich noch, wie man einen Benzinkanister oder Dieselkanister vielmehr herstellt. Das ist ein Kanister. Für einen Generator braucht man Eisen. Also Eisen braucht man hier unglaublich viel. Merkst du schon. Einen Dreizylindermotor, eine Control Unit und wieder einen Tank. So, ich habe jetzt einiges gezeigt. Ein paar Sachen fehlen noch, weil ich bei einigen Dingen noch nicht ganz genau herausgefunden habe, wie das alles funktioniert. Aber das, was ich jetzt gezeigt habe, reicht auf jeden Fall aus, um anzufangen mit der Kraftstoffproduktion und um sein Auto auch auf Dauer hier am Laufen zu halten. So, Fakt ist, dass das natürlich sowohl im Creative als auch im Survival-Modus funktioniert. Nur wenn man das im Survival-Modus spielt, dann muss man wirklich viel, viel Geduld haben und lange arbeiten, um all diese Items halt zusammenzubekommen. Aber ich denke, wenn man das dann geschafft hat, dann freut man sich auch über den Erfolg. Schönen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal werde ich zeigen, wie man Autos repariert. Und später auch, wie man andere Arten von Autos baut. Denn es gibt noch eine ganze Menge mehr Fahrzeuge, die man hier craften kann. Das Thema Asphalt, Straße und so weiter steht auch noch auf unserem Plan. Das werden wir auch noch vorstellen. All das in den nächsten Folgen. Bis bald. Ciao.